Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Wechselstrom. Dabei weiß ich gar nicht, ob ich das so ankündigen darf, weil eigentlich geht es heute um Mathematik. Denn heute geht es um ein Werkzeug, mit dem wir unsere Wechselströme berechnen werden in Zukunft. Und zwar geht es um die komplexen Zahlen. Also es gibt einfache Zahlen, es gibt komplexe Zahlen. Ah, das ist natürlich nicht. Es gibt natürlich komplexe Zahlen mit vielen Kommastellen, aber das ist halt, ist nicht, was wir in der Mathematik unter komplexer Zahl verstehen. Was ist jetzt eine komplexe Zahl? Nun, eine komplexe Zahl, fangen wir mal so an. Es gibt reelle Zahlen. Okay? Das kennen wir hoffentlich. Ja? Reelle Zahlen, wer nicht weiß, was reelle Zahlen sind, hat in diesem Video nichts verloren. Also reelle Zahlen sind einfach alle Zahlen. Fertig. Ja, reelle Zahlen sind alle Zahlen, die wir uns vorstellen können, die wir kennen. Okay, das 0, 1, 2, 3, die natürlichen Zahlen, dann sind die Zahlen, positive, negative Zahlen drinnen natürlich, dann gibt es rationale Zahlen, die mit Brüchen darstellbar sind, dann gibt es Zahlen, die nicht mit Brüchen darstellbar sind, wie zum Beispiel Pi, ja, und alle diese Zahlen, alle Zahlen, die es gibt, ja, sind die Menge der reellen Zahlen. Wenn oft so dargestellt, dass man sagt, okay, es gibt einen Zahlenstrahl, sieht man in der Mathematik sehr häufig, da ist der Zahlenstrahl, ja, das ist die reelle Achse, heißt diese, da ist irgendwo 0 und da gibt es halt 1, da gibt es halt 2, minus 1, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, so ähnlich. Ja. Zahlenstrahl heißt sowas. Ja? Die Menge der reellen Zahlen. Jetzt kann man sagen, wie, reicht es nicht? Wenn man alle Zahlen, die ich mir vorstellen kann, ja? Wieso? Reicht es nicht? Ja? Nein, reicht nicht. Den Mathematikern hat das nicht gereicht. Warum? Weil sie manche Sachen einfach nicht darin berechnen lassen. Ja? Zum Beispiel die Wurzel aus einer negativen Zahl. Haben wir gelernt in Mathematik, geht nicht. Ja? Aber das ist keine Befriedigung gewesen. Ja? Das muss doch gehen, das muss doch irgendwie möglich sein. Davon lebt nämlich die Mathematik. Ja? Die Mathematik ist die einzige Wissenschaft, die sich selbst genügt. Die Mathematik macht Definitionen, ja? Und schaut nachher, okay, wenn das die Definition ist, dann müsste eigentlich das und das und das und das und das daraus folgen. Ja? Die beschreibt sich selbst, die Mathematik. Die Mathematik ist sich selbst genug. Die Mathematiker braucht nichts anderes, braucht nur Mathematik. Ja? Okay, man muss atmen, essen und so weiter, aber als wissenschaftliche Disziplin ist die Mathematik einzeln. Okay? Und der große Vorteil, wenn ich irgendwas definieren kann, ja, ohne dass ich andere Definitionen dabei zerstöre praktisch, ja, dann bin ich frei. Dann kann ich was anderes auch definieren. Und da hat man gesagt, Moment, wenn wir die Wurzel aus negativen Zahlen nicht ziehen können, ja, dann definieren wir einfach eine Zahl, die Wurzel aus einer negativen Zahl beschreibt. Ja? Und diese Zahl heißt imaginäre Einheit. Also es gibt eine imaginäre Einheit, die heißt in der Mathematik I und die ist definiert als die Wurzel aus minus 1. Das heißt, I Quadrat ist minus 1. So ist die imaginäre Einheit definiert. Ja? Und auf einmal mit dieser imaginären Einheit ist es möglich, Wurzeln aus negativen Zahlen zu ziehen, weil da hebe ich halt die Wurzel aus minus 1, hebe ich raus, also das I hebe ich raus, und in der Wurzel drin bleibt nur mehr was Positives über und da kann ich Wurzel ziehen. Super, super, es ist gelöst. Ja? Jetzt haben wir hier eine imaginäre Einheit. Und jetzt haben wir gedacht, Moment, jetzt haben wir praktisch reelle Zahlen, das sind schon alle Zahlen, die man vorstellen kann, und dann habe ich imaginäre Zahlen. Irgendwie muss ich ja jetzt darstellen können, alle Zahlen, die sich mit reellen Zahlen und imaginären Zahlen darstellen lassen, als Kombination von denen, die muss ich mir auch irgendwie, naja, und wenn ich
zwei mögliche Zahlen habe, zwei mögliche Koordinaten, dann habe ich eine Ebene. Und deswegen gibt es nicht nur eine reelle Achse, sondern es gibt auch eine imaginäre Achse, die ist hier, die schneidet hier bei 0 durch. Okay. Da schreiben wir im dazu, das ist nämlich gut. Und auch hier sind alle möglichen Zahlen aufgezeichnet. Auch hier gibt es minus 1, minus 2, 0 natürlich, 1, 2. Ja. Nur dieses Mal sind es halt nicht minus 1, minus 2, sondern i's. Ja. I. Und schon spannen mir meine zwei Achsen hier, spannen mir eine Ebene auf und in dieser Ebene kann ich jetzt jede beliebige imaginäre Zahl darstellen. Soweit sollte man es in Mathematik eigentlich schon gehört haben. Ja? In der Elektrotechnik machen wir aber eine kleine Änderung. Jetzt, was? Jetzt definiert sich die Mathematik so schön selbst und jetzt machen wir eine kleine Änderung. Bevor wir sie weiter künstlich aufregen, ich zeige die Änderung her. Wir nennen das nämlich nicht I, sondern J. Fertig ist die Änderung. Ja. Jetzt sagen die Mathematiker, die zucken immer so, imaginäre Zahl, das ist ja imaginäre Zahl. Imaginäre, das kann man nicht mal aussprechen. Ja, das geht doch nicht. Aber warum machen wir das in der Elektrotechnik? Nur, dass es anders ist? Nein. Wir machen das, weil ein I das Symbol für den Strom ist. Und ein kleines I ist das Symbol für den momentanen Wert des Stromes, wenn wir nur dazu kommen. Und um irgendwelche Verwechslungen auszuschließen, schreiben wir halt statt IJ. Ja? Also es hat schon einen Grund, dass wir statt IJ schreiben, heißt halt nicht imaginäre Einheit, sondern ist gescheiter, wie verwechseln Strom wie imaginäre Einheit, wie wir müssen halt umdenken, J und I. Okay? Das ist die bessere Lösung. So, und jetzt habe ich hier eine komplexe Ebene. Komplexe Ebene. Und jetzt zeichne ich eine Zahl ein. Zahl da mit Orange, zeichne ich eine komplexe Zahl ein. Die ist da. Okay, es sind jetzt praktisch unendlich viele komplexe Zahlen, die ich eingezeichnet habe, weil dieser Punkt hat eine Ausdehnung. Und wir nehmen einfach den gedanklichen Mittelpunkt dieser Zahl. Ja? Das ist meine komplexe Zahl, der Mittelpunkt, das, was ich hier eingezeichnet habe, und meine komplexe Zahl, die schreiben wir so, Z, ja, und machen so einen Unterstrich darunter. Das soll herzeigen, dass es eine komplexe Zahl ist, ja, dieser Unterstrich. Und die hat halt einen Realteil, heißt das. Ja, der ist halt A. Ja, und der hat einen Imaginärteil. Der ist B groß. Ja? Und meine komplexe Zahl setzt sich jetzt zusammen aus A plus imaginäre Einheit mal B. A plus JB. Ja? Also wie gesagt, das da ist der Imaginärteil, heißt der. Und das da ist der Realteil. Kannst du dir das also vorstellen wie X- und Y-Koordinaten? Ja? Das ist die komplexe Zahl. Ja? Ein Punkt in der Ebene. Dann gibt es noch was, das ist manchmal relativ wichtig. Da habe ich da minus B. Ja? Und der gleiche Realteil. Das nenne ich Z-Stern. Sogenannte konjugiert komplexe Zahl. Also die hat den gleichen Imaginärteil A, aber minus JB. Ja? Konjugiert komplex. Warum erwähne ich das extra? Das ist manchmal wichtig. Ja? Wenn man zum Beispiel die Wurzel aus einer negativen Zahl ziehen, ja? Dann, es ist ja immer eigentlich plus minus das, was rauskommt. Und dann ist plus minus j das, was rauskommt. Das heißt, die Wurzel aus einer negativen Zahl gibt immer ein konjugiert komplexes Zahlenpaar. Etwa. Ah. Wurscht.
brauchen wir nicht wissen. Ich möchte nur erwähnen, dass konjugiert komplexe Sachen können wir manchmal brauchen. Und werden wir auch brauchen, deswegen erwähne ich sie extra, heißt halt konjugiert komplex. Und das Einzige, was unterschiedlich ist, ist, dass der Imaginärteil anders ist. Ja? Das zeigt auch, hast Komponentendarstellung. Okay? Aus den Komponenten, Realteil und Imaginärteil setzt sich die komplexe Zahl zusammen. Eine komplexe Zahl kann man aber auch noch anders interpretieren. Die kann man nicht interpretieren, wie wann praktisch da von hier nach hier geht die komplexe Zahl. Da zeichnen wir so einen Zeiger ein, einen Vektor praktisch. Ja? Und dieser Vektor hat den Betrag der komplexen Zahl, ist der Betrag, ja, die Länge des Zeigers, und es hat einen gewissen Winkel. Das Argument von der komplexen Zahl. Ja? So ein Betrag und einen Winkel. Und jetzt, wie können wir Betrag und Winkel ausrechnen? Ja, also der Betrag von z ist gleich. Und jetzt schauen wir uns das an. Ich meine, da ist a, b, rechteckiges Dreieck, Pythagoras. Ja, das heißt, wir haben hier a Quadrat plus b Quadrat ist gleich Betrag von z Quadrat. Und dann machen wir Wurzel. Ja. Also, das ist der Pythagoras. Ja? Pythagoras angewandt, passt. Ja? Betrag von z. Und da haben wir wirklich viel Strichel, deswegen werden wir in Zukunft schreiben, das ist einfach z. Z ist also der Betrag von z und das war's. Okay? Betrag von z, z. Ja? Und dann, wie kommen wir zum Winkel phi? Ja? Auch rechteckiges Dreieck, Winkelfunktion, trigonometrische Funktion. Was bietet sich da an, wenn ich diese Länge und diese Länge kenne? Ich kenne also die Gegenkathete, ich kenne die Ankathete. Ja? Und wir haben also ein Tangens, das ist Ankathete dividiert durch Gegenkathete. Umgekehrt. Gegenkathete durch Ankathete, B durch A. Ja? B durch A. Ja? Und dann machen wir den Arcus Tangens davon. Arcus Tangens, B durch A ist Phi. Hey, cool. Ja, also ich kann praktisch von A und B kann ich umrechnen auf Betrag und Winkel mit dem Arcus Tangens und mit dem Pythagoras. Hm? Naja, und wenn ich jetzt sage A, wie kriege ich A, wenn ich Z und Phi kenne, ja, Z und Phi, ich muss Z mal, und jetzt geht es um diese Länge, das ist der An, das ist die Ankathete, also muss ich einen Cosinus nehmen. Cosinus von Phi. Und B ist noch entsprechend Z mal Sinus von Phi. Ja, das schaut ziemlich ähnlich aus, gell, wie bei den Koordinaten mit X und Y. Da ist halt real und imaginärteil. Man kann sich das auch so vorstellen. So, das heißt, mein Z, meine komplexe Zahl, was ist ja A plus JB, wenn wir da oben hingeschrieben haben, und wenn ich das jetzt da einsetze, dann ist das z mal Cosinus Phi plus jz mal Sinus Phi. So kriege ich von der Komponentendarstellung, die sogenannte Polardarstellung heißt das, wenn ich es mit z und Phi angebe. Ja? Und das ist halt die Umrechnung. Ja? Und jetzt gibt es eine Eulersche Beziehung. Pass auf, die schreibe jetzt auf. Und zwar ist e die Eulersche Zahl, e hoch j phi ist gleich Cosinus von phi plus j Sinus von phi. Ja? Ich schön. Ja? Wie viel wird also z mal e hoch j phi sein? Na, z mal so viel, das ist z mal Cosinus phi plus jz mal Sinus Phi. Hä? Das ist das Gleiche. Ja? Wenn ich so etwas angeschrieben sehe, wenn ich so etwas angeschrieben stehe, ja, dann bleibe ich kurz sehen. Wenn ich so etwas angeschrieben sehe, ja, Z mal E hoch J irgendwas, irgendwas mal E hoch J irgendwas, dann ist das Betrag und Winkel einer komplexen Zahl. Betrag und Winkel einer komplexen Zahl, so kann man das hinschreiben, ja? Weil es gilt das, ja? Also,
Das ist die sogenannte Polardarstellung. Ja? Das hier ist die sogenannte Komponentendarstellung. Und ich kann beides verwenden. Manchmal ist nämlich die Polardarstellung viel praktischer über die Komponentendarstellung. Okay? Betrag, Winkel oder Real- und Imaginärteil, eigentlich gleichwertig. Manchmal schreibt man das auch so, dass man sagt Z und dann machen wir so ein Winkelsymbol, Z-Winkel-Phi. Manche machen so, ja, Z-Winkel-Phi. Das ist eine andere Schreibweise. Ja, andere Schreibweise. Ja. Und manchmal ist es einfacher, mit Polarkoordinaten zu rechnen. Rechnen. Jetzt wissen wir, was eine komplexe Zahl ist. Ja? Jetzt müssen wir nur mal herausfinden, wie man damit rechnet. Ja? Was das jetzt bedeutet, wenn wir das jetzt so definiert haben, was bedeutet das, wenn wir das rechnen wollen? Ja? Das werden wir uns im nächsten Video anschauen. Nächstes Video, rechnen mit komplexen Zahlen. Für dieses Mal, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.